Ich eröffne etwas verspätet die Versammlung Mahnwache vor dem Robert-Koch-Institut. Ich begrüße die Herren, die mich mündlich dazu aufgefordert haben, meine Box einmal um 180 Grad zu drehen, damit auf gar keinen Fall sich irgendjemand vom Robert-Koch-Institut eventuell gestört fühlen könnte von unserer Anwesenheit und eine Beschwerde hat. Eine Beschwerde darüber, dass wir hier anwesend sind, dass wir uns hier bemerkbar machen, dass wir hier protestieren. Dass wir hier protestieren dagegen, dass das Robert-Koch-Institut auf meine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz seit 3 Monaten nicht reagiert. Man könnte das mit Überlastung erklären. Das arme Robert-Koch-Institut arbeitet sich gerade die Finger wund und kann natürlich nicht eine Anfrage zur Zuverlässigkeit des PCR-Tests beantworten. Aber das glaube ich eigentlich nicht, denn die Daten, die ich haben möchte, die liegen bereits fertig auf dem Schreibtisch vom Robert-Koch-Institut. In der Fachgruppe 17 liegen diese Ergebnisse des zweiten Ringversuchs der Gruppe 340 zum SARS-CoV-2-Virus bereits vor. Der erste Ringversuch dieser Art hat eine Fehlerquote von 1,4% aller Tests erbracht. Das heißt, 1,4% waren verwechselt. Bei 1,4% wurde der SARS-CoV-2-Virus mit einem anderen Virus verwechselt und es gab ein falsch positives Ergebnis. Dieser erste Ringversuch hat im April stattgefunden. Die Ergebnisse wurden 3 Tage nachdem sie bekannt waren veröffentlicht. Der zweite Ringversuch ist aus dem Juni, Juli. Die Ergebnisse liegen seit dem 11. September vor und sind bis heute nicht veröffentlicht. Meine diesbezügliche Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz wurde lapidar vom Robert-Koch-Institut abgebügelt mit dem Hinweis, dass sie sich an die gesetzliche Frist von einem Monat, maximal einem Monat zur Beantwortung einer Frage nicht halten werden. Das ist jetzt 3 Monate her. Immer noch hat das Robert-Koch-Institut diese wesentliche Frage nicht beantwortet. Und dabei kommt es doch in dieser Zeit auf die Zuverlässigkeit des PCR-Tests ganz zentral an. Ist anzunehmen, oder wenn anzunehmen ist, dass der PCR-Test nicht zuverlässig ist, und ich vermute das ganz stark, dann muss die gesamte Situation vollkommen neu bewertet werden. Der zweite Ringversuch hat also den SARS-CoV-2-Virus mit 4 anderen Viren verglichen. Die Ergebnisse liegen vor. Die Ergebnisse liegen seit dem 11. September vor. Und sie werden der Öffentlichkeit vorenthalten. Für mich gibt es dazu nur eine einzige Erklärung. Dass die Ergebnisse dieses Ringversuchs deutlich machen, dass eben der PCR-Test nicht zuverlässig ist. Dass es eine Verwechslungsquote auch mit diesen anderen Viren gibt. Und zwar nicht zu knapp.
Und wenn das so ist, dann ist der PCR-Test nicht zuverlässig. Dann kann er nicht herangezogen werden, um Maßnahmen zu begründen. Dann kann er auch nicht herangezogen werden, um Impfungen zu kalibrieren. Weil auch die Impfungen werden natürlich mit den Ergebnissen des PCR-Tests begründet. Wenn dieser PCR-Test nicht zuverlässig ist, muss die Pandemie wahrscheinlich sofort beendet werden. Und auch die Medien auf der anderen Straßenseite steht wieder jemand von den Medien, müssten eigentlich an dieser Stelle sehr, sehr hellhörig werden. Sie müssten berichten, dass das Robert-Koch-Institut bei wesentlichen Informationen mauert, dass es wesentliche Informationen der Öffentlichkeit vorenthält, dass es Informationen vorenthält, die das ganze Bild dieser Pandemie völlig neu zeichnen müssen. Nicht berichtet wird darüber, was das Paul-Ehrlich-Institut an Informationen an die Öffentlichkeit gibt, dass nämlich ein Geimpfter eine Stunde nach der Impfung verstorben ist. Darüber wird nicht berichtet, beziehungsweise es wird berichtet, dass natürlich allen sofort klar war, der kann nur an seinen Vorerkrankungen gestorben sein. Mit der Impfung kann das nichts zu tun haben. Ich muss mir das nochmal klar machen. Wir haben es also dann mit einer Situation zu tun, in der ein Sterbender geimpft wird. Auch das halte ich für eine schaurige Geschichte. Also eine der beiden Möglichkeiten ist nur wahr. Entweder hat die Impfung diesen Menschen vom Leben zum Tode befördert, eine Stunde nach der Impfung, oder irgendjemand hat die Skrupellosigkeit, die Schamlosigkeit und die Pietätlosigkeit besessen, einen Sterbenden noch zu impfen. Soweit an dieser Stelle. So. Ein Text von meinem Freund Adam. Was Maßnahmenkritiker seit Mitte 2020 beanstanden, nämlich dass der PCR-Test weder eine Infektiosität nachweist, noch Aussagen darüber macht, ob tatsächlich eine Erkrankung vorliegt, ist inzwischen reichlich spät auch zu offiziellen Stellen vorgedrungen. Man kann mit dem PCR-Test laut Aussage seines Erfinders Kerry Mullis alles in allem finden, wenn man die Zyklen des Tests empfindlich genug einstellt. Statt der klinischen Diagnostik, wie führende Ärzte Deutschlands es seit Monaten fordern, nimmt man Fallzahlen eines Tests, der keinerlei Aussagekraft über tatsächliche Erkrankungen hat, womit man die Pandemie nach Belieben fortsetzen kann. Dass nun ausgerechnet die WHO in einer neuen Informationsnotiz genau diesen Sachverhalt herausarbeitet und entsprechend davor warnt, dass der Test ohne die gleichzeitige klinische Diagnostik keinen Pfifferling wert ist, ist schon ein Hammer. Es zeigt überdeutlich, wie Fakten, selbst von der WHO vorgetragen, einfach
unter den Tisch gekehrt werden, wenn sie für die Politik ungemütlich werden können. Hier das WHO-Statement vom 13. Januar 2021. Die Leitlinien der WHO-Diagnosetests für SARS-CoV-2 besagen, dass eine sorgfältige Interpretation schwacher, positiver Ergebnisse erforderlich ist. Die zum Nachweis des Virus erforderliche Zyklusschwelle ist umgekehrt proportional zur Viruslast des Patienten. Das heißt, je weniger Viruslast, umso mehr Laborzyklen sind nötig, um etwas zu finden. Der CT-Wert steht für die Zyklenzahl eines Tests, für die es in Deutschland derzeit keine Standardisierung gibt. Die Labore können demnach die Tests auch sehr empfindlich einstellen mit dem Ergebnis eines positiven Testergebnisses, ohne dass dabei jemand erkrankt oder infektiös ist. Weiter heißt es, wenn die Testergebnisse nicht mit der klinischen Darstellung übereinstimmen, sollte eine neue Probe genommen und mit derselben oder einer anderen Technologie erneut getestet werden. Wir kennen das bereits aus der Bundesliga von Pflegepersonal oder Elon Musk. Einfach nochmal testen, irgendwann bekommt man schon das gewünschte Ergebnis. Sodann führt die Organisation aus, die WHO erinnert Benutzer von In-vitro-Diagnostik-Medizinprodukten daran, dass die Prävalenz, also die Häufigkeit, von Krankheiten den prädiktiven, also abzusehenden Wert der Testergebnisse verändert. Mit abnehmender Prävalenz steigt das Risiko falsch positiver Ergebnisse. Dies bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person mit einem positiven Ergebnis tatsächlich mit SARS-CoV-2 infiziert ist, mit abnehmender Prävalenz abnimmt, unabhängig von der behaupteten Spezifität. Das bedeutet, je weniger Menschen erkrankt sind, umso höher die Gefahr, dass Gesunde als positiv getestet werden. Und umso geringer die Wahrscheinlichkeit, dass ein positiv Getesteter auch wirklich infiziert ist. Und Achtung, all das unabhängig von der behaupteten Spezifität. Spezifität eines diagnostischen Testverfahrens ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gesunde auch wirklich als gesund erkannt werden. Also besteht, vereinfacht ausgedrückt, die Gefahr von falsch positiven Ergebnissen unabhängig davon, wie hoch die behauptete Fehlerquote des Tests ist. Hier wird überdeutlich, dass einfache Testen auf positiv-negativ, das seit Monaten unsere Medien und damit unsere Politik bestimmt, ist grob fahrlässig. Es ist einzig und allein im Sinne derer, die von der Angst profitieren. Längst sollte man aufhören, das unsinnige Testen mit einem fehleranfälligen Test zum tonangebenden Faktor zu erheben, der unsere Gesellschaft zerstört. Bereits im Dezember hatte die WHO sich in ähnlicher, noch vorsichtigerer Weise zum PCR-Test geäußert. Man muss sich das einmal vergegenwärtigen. In Deutschland werden seit knapp einem Jahr Menschen ihrer Freiheit beraubt, Alte isoliert, Menschen weggesperrt, Familien zerbrechen, die Gesellschaft wird gespalten. Und das alles aufgrund von positiven PCR-Tests, für die jedes Labor eigene Maßstäbe anlegen kann. Und bei denen jetzt die WHO selbst vor dem Risiko falsch positiver Ergebnisse warnt. Es wird immer absurder, beziehungsweise hat einen Punkt von Absurdität erreicht, an dem man nur noch schreien möchte. Ein Hoch auf die Bundesliga. Da wird immer so lange getestet, bis das Ergebnis passt und der Rubel rollt. Am 21. Januar 2021
verkündete die WHO Erstaunliches. Der weltweit seit rund einem Jahr exzessiv testen verwendete PCR-Test zum Nachweis einer Infektion mit dem neuartigen SARS-CoV-2-Virus ist danach überhaupt nicht unbesehen geeignet, eine Infektion zu erkennen. Was unabhängige Geister seit Monaten vortragen, ist demnach nun auch von der Weltgesundheitsorganisation bestätigt. In der WHO Information Notice for IVD Users 2020-05 wird erklärt, wo das Testresultat nicht mit dem klinischen Befund eines Untersuchten übereinstimmt, da hat eine neue Probe genommen und eine weitere Untersuchung vorgenommen zu werden. Mehr noch, der CT-Wert eines Testergebnisses verhalte sich umgekehrt proportional zu der erkannten Viruslast bei einer untersuchten Person. Je mehr Replikationszyklen bei einem PCR-Test gefahren werden müssen, um eine vermeintliche Kontamination des Untersuchten mit dem Virus oder Bruchstücken seiner Erbinformationen zu erkennen, desto geringer ist die Belastung des Untersuchten mit dem Virus bzw. dessen genetischem Material. Erstaunlicherweise hat dieser gewichtige Hinweis der WHO an die gesamte Menschheit in den vergangenen Tagen noch nicht das mediale Echo gefunden, das ihm in Ansehung seiner vielfach angenommenen globalen Pandemie, jetzt habe ich gesagt seine Pandemie, die Pandemie der WHO, naja, ist auch nicht so ganz verkehrt, richtigerweise zukommt. Also, die Medien haben diese Information der WHO noch nicht wirklich aufgegriffen. Die Nutzerinformation der WHO birgt nicht nur labormedizinischen, sondern insbesondere rechtlichen und mittelbar auch politischen Sprengstoff von wahrhaft planetarer Bedeutung. Wer asymptotisch, also ohne Symptome, durch die Welt läuft, der kann mit an absoluter Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch keine Ansteckungsgefahr für andere sein. Ihn allein auf der Grundlage eines PCR-Tests abzusondern oder mehr noch, ihn auch ohne PCR-geschützten Kontaminationsverdacht rein präventiv in Masken zu hüllen, ist rechtlich nicht begründbar. Die WHO hat somit im Januar 2021 allen infektionsschutzrechtlichen Schlussfolgerungen allein aus der Annahme einer Infektiosität bei jedwedem positiven PCR-Test ohne weitere Differentialdiagnostik den Boden entzogen. Diesen Umstand kann man gar nicht überbewerten, denn er bedeutet, jede Quarantäneanordnung gegenüber einer Person auf alleiniger Basis eines nicht näher spezifizierten positiven PCR-Tests entbehrt einer rechtlichen Grundlage. Jede allgemein verfügende Kontaktbeschränkung, die derartige PCR-Tests singulär in Bezug nimmt, ist gesetzeswidrig. Alle auf der Annahme einer Infektiosität nur wegen irgendeiner positiven PCR-Testung beruhenden Grundrechtsverkürzungen ermangeln einer rechtlichen Grundlage. Wegen der Offensichtlichkeit des naturwissenschaftlich-medizinischen Fehlschlusses von einem beliebigen positiven PCR-Test auf eine solchen rechtlich relevante Infektionsgefahr ist auch die Begründung nicht länger haltbar, es gäbe in Deutschland aktuell eine epidemische Lage von nationaler Tragweite, wenn irgendwo 100 oder 50 oder 20 oder 7 Inzidenzen im Sinne von positiven PCR-Testungen mit überhöhten CT-Werten vorliegen. Auch eine politische Einschätzungsprärogative bedarf, um verfassungsrechtlich legitim zu sein, einer naturwissenschaftlich haltbaren Prämisse. Ist diese Prämisse richtig oder vertretbar umstritten,
mag sie als verfassungsrechtlich hinreichend angesehen werden. Ist sie allerdings offensichtlich unrichtig, kommt sie als Rechtfertigungsgrundlage auch für eine politische Einschätzungsprärogative nicht mehr in Betracht. Mit § 5 Absatz 1 Nummer 1 des deutschen Infektionsschutzgesetzes ist die gesundheitliche Einschätzung der WHO durch dynamische Gesetzesverweisung zum Gegenstand der deutschen Rechtsordnung gemacht worden. Das bedeutet, auch der deutsche Gesetzgeber kommt nicht an der Erkenntnis der WHO vom Januar 2021 vorbei, wonach positive PCR-Testergebnisse ohne symptomatisches Korrelat für sich gesehen keine Infektiosität nachweisen oder auch nur einen relevanten Anschein dahingehend setzen. Es lässt sich nach allem gut die Rechtsauffassung vertreten, dass die gesamte infektionsrechtliche Architektur des bundesrepublikanischen Pandemienormengebäudes mit der User Information der WHO vom 21. Januar ihre zentrale Grundlage verloren hat. Ein pflichtgemäß handelnder Deutscher Bundestag hat daher umgehend zusammenzutreten und durch Beschluss das sofortige Ende einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite festzustellen. Täte er es nicht, liefe er am Ende Gefahr, aus den gängigen sozialen Netzwerken gelöscht zu werden. Denn deren Community-Standards erfordern bekanntlich Harmonie auch mit der WHO. Das ist ein Text von Ach gut. Komm. Danke. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich habe auch ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Die Erfindung des Unglücks. Wie kam das Unglück in die Welt und warum ist es immer noch da? Das ist eine historisch, anthropologisch, psychologisch, philosophische Betrachtung mit ein paar Kernaussagen, die sich auf die gegenwärtige Situation durchaus anwenden lassen. Die zentrale Kernaussage in diesem Buch ist, dass eigentlich alle Menschen schwer traumatisiert sind, dass sie diese Traumatisierung sehr, sehr früh in ihrem Leben abbekommen haben, dass diese Traumatisierung Trennungstraumatisierungen sind, die direkt oder nach der Geburt passieren, dass die kleinen Würmchen, die da auf die Welt kommen, dann so schwer erschüttert sind, dass sie den Rest ihres Lebens nichts anderes mehr machen können, als zu versuchen, wieder in das verlorene Paradies zurückzukrabbeln. Dass sie auf diesem Weg aber so verstört sind, dass sie zum Beispiel durch eine Politik von Angst extrem leicht wieder in ihre Traumatisierung zurückgeschossen werden können. Und dann, wer traumatisiert ist, ich bin Psychotraumatherapeut, der hat eigentlich nicht mehr viel Auswahl. Wer einigermaßen gesund, stabil ist, der kann sich ganz viel überlegen, was er macht oder nicht macht. Wer traumatisiert ist, hat exakt 3 Wege, wie er sich verhalten kann, und dazwischen kann er noch nicht mal wirklich gut auswählen. Das erste ist, er kann versuchen, aktiv zu reagieren auf eine Traumatisierung in 2 Varianten. Er kann versuchen, wegzulaufen, oder er kann versuchen, irgendwo draufzuhauen. Flucht oder Attacke. Die dritte Möglichkeit wird dann aktualisiert. Das ist dann der einzige Weg, der noch funktioniert. Wenn die ersten beiden Wege nicht zum Erfolg führen, und das ist, sich totzustellen. Und das ist das, was ich in dieser Gesellschaft als den häufigsten, am weitesten verbreiteten Zustand bei Menschen finde, dass sie innerlich die Luft anhalten und hoffen, dass es irgendwie vorbeigeht. Bei Corona lässt sich das besonders deutlich und massiv und weit verbreitet beobachten. Die meisten Menschen tauchen weg, hoffen auf irgendwas von außen, das sie rettet,
sei es die Impfung, sei es irgendwas anderes, sei es die Politik. Für mich sind die meisten Menschen Zombies, die nicht mehr selbstständig nachdenken können, weil sie in ihrer eigenen Angst so sehr verstrickt sind, dass es nicht mehr funktioniert. Sie können nur noch stumpf reagieren. So, darüber habe ich ein Buch geschrieben. Ich habe sogar auch eine Vermutung da geäußert, wie ich mir das historisch erkläre. Das geht weit zurück, mein Erklärungsmodell, bis auf die Erfindung von Ackerbau und Viehzucht. Also wer Interesse daran hat, ich habe sogar ein paar Exemplare. So, liebe Leute, liebe Medienvertreter, ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen zugehört. Liebe Demonstrierenden, liebe Polizeibeamte, die Mitarbeiter des Robert-Koch-Instituts adressiere ich jetzt nicht, weil die dürfen uns ja gar nicht hören. Also halten Sie sich bitte die Ohren zu, wenn ich etwas sage, weil Sie könnten sonst beeinflusst werden. Aber für den Rest, ich wünsche uns allen hier einen wunderschönen Tag. Die Sonne, ja, kommt noch ein bisschen raus. Ich wünsche den Medien, dass sie es schaffen, tatsächlich fundiert, ehrlich und umfassend zu berichten. Dass sie auch von den offenen Fragen berichten, die es hier gibt. Dass sie auch darüber berichten, dass die Proteste nicht nur von Corona-Leugnern, Verschwörungstheoretikern oder Nazis gemacht werden, sondern auch von besorgten Bürgern, die kritische Fragen stellen. Die Frage haben, ist das wirklich, wirklich angemessen, was hier passiert? Ist es der Gefahr tatsächlich angemessen? Ja, ich denke auch, dass es eher nicht angemessen ist. So, und hiermit schließe ich die 19. Mahnwache vor dem Robert-Koch-Institut. Die nächsten Veranstaltungen regelmäßig gibt es samstags auf dem Alexanderplatz ab 14 Uhr eine Demonstration von Querdenken 30 Berlin. Es gibt Autokorsos, die finden montags im Westen statt, freitags im Osten. Und es gibt immer wieder unregelmäßige Veranstaltungen. Haltet die Augen und Ohren offen und kommt zahlreich. Danke! Ja.